So, da sind wir wieder. Bam, bam, bam und Wettertext. Boing. So, und übrigens habe ich euch jetzt mal hier ein paar. Wer kennt die noch? Das sind so die Ketten, die ich jetzt halt hier habe noch rumliegen lassen. Die, wie gesagt, viele andere sind gerade irgendwelchen Kartons drin. Ja, da hat man hier sowas wie Debian Version 3. Hatte ich damals auf meinem DOS-Laptop drauf installiert. Da liegt ein Debian drauf. Die ist sogar unbeschriftet. Boah, Alter, $400. Boah. Hier hatte ich jetzt sogar schon eine unbeschriftete, die hatte ich damals auch gemoddet, indem ich hier praktisch einfach diesen. Normalerweise ist der Kranz natürlich Silber in der Mitte. Und da habe ich einfach mit Edding das Ding schwarz gemacht, damit die gesamte Diskette richtig schön edel schwarz. Ja, Kinderspielereien, kennt man ja. Und dann haben wir noch halt andere Sachen. MyOS ist nicht MyOS, sondern hat halt jemand rausgebracht. Betriebssystem, was MyOS heißt. Dann gab es noch hier FlatAssembler mit ein paar Quelltexten, die ich geschrieben habe. Dann hier sowas wie Komprimierungsprogramme für DOS, weil damals hatten Festplatten nur 20 Megabyte. Da musste man gucken, wie mit dem Platz war. Und auf der Diskette ging halt auch nur 1,4 Megabyte drauf. Und damit ich auf der Diskette ein bisschen mehr speichern konnte. Hier haben wir eine unbeschriftete Diskette. Okay. Hier Linux. Und zwar. Richtig Linux. Also jetzt kein aktueller Kernel, der Kernel, der drauf ist, irgendein 2.6 noch was. Also kein 4er oder sowas. So einen großen Kernel, das passt nicht mehr auf eine Diskette, leider. Und ELX, Embedded Linux Kernel Subset. Ist auch für ältere Rechner. Ja, und dann habe ich hier nochmal Boing. 500 Euro. Geil. Boing. Und dann habe ich hier nochmal Floppix. Ist ein Betriebssystem basiert auf Debian. Habe ich nur deswegen gefunden, weil ich halt Knoppix nutze. Und da hat mir Google gleich, ja doch, Google hat mir dann gleich, als ich irgendwann mal nach Knoppix gesucht hatte, Floppix, weil halt so ein ähnlicher Name, ne? Vorgeschlagen. Dadurch kam ich darauf. Hab ich auch erst viel später. Und das ist praktisch schon ein Betriebssystem, das braucht zwei Disketten. Hier ist praktisch der Kernel drauf, hier ist der User Space drauf, also Anwendungen unter Floppix. Und dann hat man noch eine Diskette, wo praktisch die eigenen Benutzerdaten drauf sind. Ja, so war das damals. Disketten. Kennt heute keine Sau mehr. Und was gerade aber auch keiner mehr kennt, habe ich mir gerade noch. Da ist Musik drauf. Analoge Musik. So, zu unserer City. Wir haben mittlerweile 1300 Euro. Okay, das Dollar oder was, ist auch egal. Das heißt, wir können mal wieder ein bisschen ausbauen. Die Conventional sind gerade im Commercial. Boom. Das hier können wir ja mal wieder ein bisschen was hinbauen, oder? Scheiße, da läuft die Polizei hin. Das ist ja eine Kirche. Sorry, du musst leider wieder Bulldozer. weg. Es wäre sowieso sinnvoller, fällt mir gerade auf. Du kommst mal weg, dafür kommt hier Polizeipräsidium Police hin. Station. Und das hier kommt nach oben. Bulldozer. Fire Station. So, jetzt haben wir praktisch immer bei beiden beides. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Optisch gesehen und auch verteilungstechnisch gesehen. So, dann können wir eigentlich hier unten noch ein bisschen Police Commercial Station. hinbauen. Sorry. Fuck. Oh, kostet 500. Ach du Scheiße. Industrial. Ach, wow, kein Commercial. Leuchte kostet. Hä, nee. Residential. Commercial. Geht doch, wieso geht das denn gerade eben nicht? Verstehe ich nicht. Road. Ja, aber uns ist natürlich relativ Wire. sinnfrei. Wir haben nicht mal mehr genug Geld für Kabel, doch haben wir. Oh. Road. Yay. Leute. Wow. Ach, ich hab. Oh Boing. Gott. Ich hab da ein Polizeipräsidium hingestellt. Boing. Bulldozer. Commercial. Deswegen die Firma. Oh Gott, Alter. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Warum tue ich sowas? Fuck. Ja, damit kann man sich natürlich auch relativ schnell in den Ruin treiben. Oh Gott.
Erstens kostet natürlich Polizeipräsidium im Unterhalt. Heißt also, ich habe jetzt auch am Jahresende 100 Euro weniger eingenommen. Und natürlich, das Bauen kostet auch erstmal 500, ne? Das ist natürlich erstmal eine schöne Geldbombe gewesen. Fuck. Oh, Qualm geht runter. Das scheint hier ums funktioniert zu haben. Das gefällt mir gerade ein bisschen. Ja, Steuern, klar, da werden immer Leute unzufrieden sein. Da kann ich auch auf 1% gehen, da sind Leute immer noch unzufrieden. Also, wenn ich sowas ausdenke, keine Ahnung. Qualm liegt jetzt bei 13%, das geht ja. Brauchen sowas von Kohle. Time flows fast. Floating reported. Scheiße! Aha. Bin jetzt noch keine Naturkatastrophen. Boing. Wir sind für sowas noch nicht bereit. Gott, Alter, hoffentlich. Vor allem so eine kleine Pfütze, Alter. Ja, Naturkatastrophe, das ist eine Pfütze. Die Pfütze wird uns alles umbringen. Aber ich warte nur darauf, dass das erste Erdbeben kommt. Also das nächste Erdbeben. Wir hatten ja bereits ein Erdbeben. Danke dafür. Das wäre eine Katastrophe. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile Feuerwehr, aber ist halt immer noch ein bisschen Gefährdungspotenzial vorhanden. So, Commercials will irgendwie gar nicht aufgebaut werden. Kann das sein? Achso, weil ich gerade nicht... Doch, jetzt ist hier gerade ein Boom. So, dann gehen wir doch einfach mit dem Boom hier, ne? Mal ein paar Straßen bauen hier. So, haben wir eine schöne Anbindung hier, ne? Oh, damit die Häuser hier auch mal ein bisschen bewohnt werden. Wow, Traffic, wo denn? Und da hinten schon wieder, einfach viel Scheiße. Okay. Aber hier wird nicht gebaut, obwohl das gerade im Boom ist. Hier ist, ach, okay, hier ist gerade alles im Boom. Lol. Okay. Ja gut. Ja, was ich auch witzig finde, ist, das ist halt so. Oh, geht doch. Das ist halt so typisch Linux-basiert. Die hier greifen auf die gleichen Map-System zu wie die Anzeige hier unten. Deswegen sieht man hier unten, wenn ich hier meinen Cursor bewege, auch den Cursor mit. Weil dieses Viereck praktisch direkt Teil der Map-Struktur wird. Nein! Wag es dir! Fuck! Tornado! Warum ist das ein Tornado? Ich bin noch nicht bereit für sowas. Ich wollte noch gar nicht sterben. Ist er weg? Nein, er kommt noch einfach. Bleib da. Oh mein Gott. Wenn du gehst zu meiner Stadt, dann bring ich dich um. Bleib schön da. Ein Tornado wurde reported. Da ist nichts, was du tun kannst, um ihn zu stoppen. Also bereite dich besser drauf vor und räum danach dein Desaster weg. Also, räum die Spuren des Desasters danach weg. Oh, Alter. Wieso explodiert der Rasen? Was? Oh Gott, Alter. Hoffentlich kommt er nicht auf meine Atomkraftwerke. Das wäre ein bisschen blöd. Das wäre ein Desaster. Das wäre ein richtiges Desaster. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh my goodness. Guckt euch das an. Eine Spur der Verwüstung einfach. Nein, er kommt. Er driftet auf die Atomkraftwerke. Oh Gott, 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 das wird nichts mehr. Okay, jetzt geht er gerade nach unten. Oh, nein, er geht nach links. Fick doch die Wand an. Na gut. Boing. Soll ich jetzt echt speichern mit dem Tornado? Ich weiß nicht. Egal, zu spät. Wie es dann mit dem Tornado weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Die Tornado-Super-Folge. Die Special-Folge. Schau mit V.